Auch ein waschechter Teenie-Star gab sich die Ehre. Jörn Schlönvogt alias Philipp Höfer, bekannt durch seine Rolle in einer der erfolgreichsten deutschen Serien. Glänz ich? Ja, du glänzt, das ist widerlich. Viel? Nein, überhaupt nicht. Okay, ah, da sind wir ja schon. Okay. Wir stehen hier neben dem Jörn. Wir haben gerade eine Wahnsinns-Autogrammstunde hinter mir. Die Mädels da drüben, die sagen gar nicht Jörn, die sagen alle Philipp. Ja, nicht alle. Es gibt aber natürlich viele. Schon viele, die Probleme haben, irgendwie so den privaten Jörn vom Philipp zu unterscheiden. Aber es stört mich ehrlich gesagt nicht, weil irgendwann gewöhnst du dich daran, dass die Leute Philipp sagen oder ey, Höfer. Die Leute, die mich dann kennen und die sich wirklich da mit der Materie befassen, die wissen, dass ich Jörn heiße. Was mich total gewundert hat, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, es waren unglaublich viele Jungs und auch Ehemänner, sag ich mal, die jetzt Autogramme von dir geholt haben. Früher war das so, GZSZ gucken, sagen die Männer immer nee. Hat sich da irgendwas geändert? Es ist definitiv cooler geworden. Also wir haben auch unsere ganze Visualisierung verändert. Wir sind so ein bisschen auf Filmmodus jetzt. Also schaltest rein und weißt, okay, oder denkst, das sieht ja richtig gut aus, wie ein Spielfilm auf RTL zum Beispiel. Und ja. Das übertreibt man nicht. Knaller, oder? Knaller. hat sich tatsächlich einiges auch am Image geändert. Die Geschichten sind besser geworden, die Schauspieler sind auch besser geworden. Nicht, dass die damaligen Schauspieler schlecht waren alle, aber man sieht schon, also wir haben mehr ausgebildete Schauspieler jetzt auch am Haus. Das heißt, ihr kriegt auch immer wieder so Coachings, dass ihr euch immer, weil wie der Klinsmann gesagt hat, ihr macht euch alle jeden Tag ein bisschen besser. Ja, richtig. So ist es bei euch auch. Ihr werdet täglich geschult. Ja, jeden Tag ein bisschen besser, wirklich. Blöd also, ist, dass wir das haben mit dir noch keiner gemacht hat, ne? Das kann ich da machen, nein, Spaß. Also wir haben wirklich Coaches am Set auch, die dann bei den Szenen auch sind und sagen, du Jörn, ich glaube, du solltest es vielleicht mal auch mit der Richtung probieren. Oder mal. Aber nicht einen anderen Beruf jetzt, sondern nein, du solltest mal Maler werden an der Kasse arbeiten, Schleni. Das klappt nicht mit dir. Nee, also wir können wirklich jeden Tag da auch Training machen und die helfen uns wunderbar. Du hast ja schon so ein bisschen auch für die Zukunft geplant gerade. Ne? Du machst ja gerade was ganz Besonderes. Erzähl mal, was du machst. Ich mache gerade einen Verkehrspilotenschein für Boeing und Airbus, also für diese ganzen Großraumflugzeuge. Und dann werde ich euch vielleicht irgendwann mal nach New York oder nach Nizza fliegen. Solange du uns auch fliegst und nicht irgendwo runterkommen lässt. Müssen wir dann auch die ganze Zeit im Flugzeug GZSZ gucken oder wie? Nee, das müsst ihr definitiv nicht. Aber es ist wirklich ganz clever gedacht von mir, da will ich mir selber mal auf die Schulter hauen. Nee, klar. Nee, aber du weißt ja nicht, wie lange das geht. Weißt, es kann ja in 3 Jahren vorbei sein oder in 4 Jahren vorbei sein und dann sitzt du auf der Straße und denkst dir, schön, jetzt habe ich irgendwie 8, 9 Jahre bei gute Zeiten, schlechte Zeiten mitgespielt. Und da draußen will mich jetzt keiner. Kann passieren. Also die sind jetzt nicht so herzlos und sagen von heute auf morgen so, tschüss, Schleni. Aber es kann ja immer sein, dass die Rolle dann zu Ende erzählt ist. Richtig. Und dann werde ich einfach Boeing oder Airbus fliegen. So einfach kann es manchmal Nummer sein. Sollten wir jetzt vielleicht auch überlegen. Ja, das sollst du mal. Ich mache Stewardess und du auch. Ja, Thema auch. Fliegen, ne? Ohne Witz, das ist natürlich eine heftige Belastung. Die Ausbildung kann man nicht einfach so machen. Ich lerne wirklich jede Stunde, die ich auch Zeit habe. Ich werde gleich nach Hause fliegen, werde dann wieder im Flugzeug lernen, lustigerweise. Aber du fliegst jetzt nicht selber nach Hause. Nein, das nicht. Ich bin letztes Jahr zu einem Konzert nach Heide-Büsum geflogen. Selber jetzt am? Ja, echt? Selber, genau. Mit was für einer Maschine? Es war eine 4-sitzige Maschine. Da habe ich meine Schwester noch eingesackt und dann sind wir runtergeballert. Aber dafür muss man auch super topfit sein, habe ich mal gelesen, wenn du Pilot werden willst. Erstmal körperlich, dann Augen, da darfst du ja gar keine körperliche Schwäche haben. Oder ist das nicht mehr so? Nee, das ist immer noch ganz genauso. Du brauchst die Medical Class 1, also die höchste Gesundheitsstufe, die man haben kann. Das schaffen aber schon viele Menschen. Das ist jetzt nicht so, dass jeder Zweite da durchfliegt. Also gerade in jungen Jahren kannst du ja noch. Also Gordy nicht mehr. Gordy ist raus. Ich bin raus, ich bin zu alt. Gordy ist raus. Du bist aber auch zu dick. Ich bin zu dick? Ja, ist doch jetzt gar nicht. Reicht es da nicht? Bestimmt 10 Liter Kerosin mehr in der Minute. Ja, das ist jetzt gemein. Weißt du, nur weil ich nicht GZSZ jeden Tag gucke. Jeden zweiten Tag gucke ich GZSZ. Wann kommt das immer? Sag's nochmal für alle. Montag bis Freitag, 19.40 Uhr bei RTL. Da hat sich auch schon lange nichts mehr geändert, ne? Seit wann ist das so? Jetzt kommen Wissensfragen. Ein erfolgreiches Format wird vom Sendeplatz nie verwiesen. Wir wären ja blöd, oder? Richtig. Deswegen gibt es die Morningshow ja auch schon seit 5000 Jahren, immer zur gleichen Zeit. Du fast 5 Jahre. Seit 5 Jahren fast jetzt schon? Fünf Jahre. Du machst auch seit 5 Jahren GZSZ? Seit 5 Jahren, genau. Guck mal. Was das für Parallelen sind, wisst ihr? Bei uns mal die Morningshow moderieren? Genau. Kann ich mir vorstellen. Da ja, aber dann dafür musste halt Martina dann zum GZSZ bringen. Wann bist du eingestiegen? Mit 40, oder? Bei Radio Salü? Ich bin mit 40 eingestiegen, bin jetzt 63 und wir machen noch ein paar Jahre. Genau, tata tata. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt gehen wir was trinken. Willst du noch was sagen? Willst du noch jemanden grüßen?
grüße natürlich alle Radio Salü-Hörer irgendwie. Ihr habt euch den richtigen Sender ausgesucht. Und ich bedanke mich für das schöne Interview und für das gute Wetter in Saarbrücken. Wunderbar, ich bedanke mich für deine Handynummer, wir treffen uns dann nachher noch. Glänzig? Okay. Ja, du glänzest fürchterlich aus. Ganz die Martina furchtbar. Muss wir weg. Gehen. Ich muss mich weg. Pudern. Das ist ja ekelhaft.